Kreislaufwirtschaft als Hebel für den Klimaschutz. Es freut uns sehr, dass das Thema auf so viel Interesse stößt und wir einen wirklich großen Anteil an Teilnehmerinnen und Teilnehmern begrüßen dürfen heute. Besonders begrüßen möchte ich natürlich unsere Expertin Nina Eisenmenger und unsere Experten Wolfgang Anzengruber, Peter Giefinger und Karl Kinzel. Da bin ich mir ziemlich sicher, mit ihren Beiträgen für eine sehr spannende Mittagsrunde sorgen werden und auch die Diskussionen entsprechend anregen werden. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Mein Name ist Manfred Mühlberger und ich darf Sie heute im Namen des Circular Economy Forums Austria durch diesen Nachmittag führen. Für alle unter Ihnen, die das Circular Economy Forum Austria noch nicht kennen. Es wurde 2020 als unabhängige Initiative gegründet mit dem vorrangigen Ziel, Unternehmen auf den Weg in die Kreislaufwirtschaft zu bringen und sie dort auch dann entsprechend zu begleiten. Und unter dem Dach des Circular Economy Forum Austria haben sich mittlerweile wirklich eine Vielzahl an kompetenten Personen und Organisationen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammengefunden, mit dem Ziel, eben die Kreislaufwirtschaft interdisziplinär zu unterstützen. Und wir setzen dazu vor allem auf Vernetzung, Zusammenarbeit und Austausch, sowohl auf nationaler Ebene, aber auch ganz wichtig international. Denn eins ist klar, die große Umgestaltung Richtung Kreislaufwirtschaft, die kann nur im internationalen Kontext funktionieren. Viel zu vernetzt sind die ganzen Wirtschaftssysteme. Das Circular Economy Forum hat auch für heuer wieder ein sehr dichtes Programm entwickelt. Meine Anregung, schauen Sie doch mal rein auf Circular Economy Forum.at oder treten Sie auch direkt gerne mit uns in Kontakt. Wir informieren Sie gerne. Unser heutiger Roundtable ist eines unserer Formate, den wir schon seit einiger Zeit erfolgreich anbieten und wie das Interesse zeigt, auch auf viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen stößt. Ja, vielleicht kurz zum Ablauf des heutigen Forums, des heutigen Roundtables, Entschuldigung. Nach einem kurzen Einstieg ins Thema möchte ich dann gleich unsere Expertinnen und Experten ersuchen, ihren ersten Input zum Thema zu geben. Und darauf aufbauend, was immer hier kommt, werden wir die weitere Diskussion starten. Dazu darf ich auch alle Anwesenden einladen, sich einzubringen. Wie üblich, wir haben gerade vorhin gesagt, nach 2 Jahren Pandemie online geschult, werden wir dazu die Chat-Funktion verwenden, bitte für Ihre Beiträge und Ihre Fragen. Und wir werden dann schauen, dass wir die möglichst auch in die Diskussion mit unseren Experten auch einbringen können. Eine Stunde geht wie immer schnell vorbei. Wir werden daher direkt loslegen. Und wie gesagt, nutzen Sie die Chat-Funktion und bringen Sie auch sich ein in den Diskurs. Wir haben eine sehr vielfältige Teilnehmerinnen und Teilnehmer-Schar mit dabei. 6 Jahre nach der Pariser UNO-Konferenz ist das Thema Klimakrise und ihre Folgen mittlerweile breit angekommen. Im öffentlichen Diskurs, im Expertinnen-Diskurs. Und man hat so das Gefühl, die öffentliche Agenda dreht sich vornehmlich im Bereich der Nachhaltigkeit um dieses Thema. Im Kontext mit der Klimakrise steht vor allem der Ausstieg aus den fossilen Energien im Mittelpunkt. Wesentlich weniger Beachtung findet noch, hoffe ich, die Rolle unseres Rohstoff- und Materialverbrauchs, obwohl der in den letzten Jahren und Jahrzehnten ebenfalls, so wie viele andere Nachhaltigkeitsindikatoren, explodiert ist, weltweit gesehen, aber auch in unseren Breiten. Und gleichzeitig ist aber gerade auch dieser exponentiell wachsende Verbrauch einer der wesentlichen Treiber für die Klimakrise.
Ja, also rund die Hälfte der Treibhausgasemissionen schreibt die EU im Vorwort zum Circular Economy Action Plan stammen aus der Gewinnung und Verarbeitung von Ressourcen. Andere Quellen sagen, dass bis zu 70% der Treibhausgasemissionen aus der Herstellung und Nutzung von Produkten stammen. Wie auch immer, es ist eine ganz, ganz massive Quelle und daher gesehen und so gesehen ist natürlich auch umgekehrt die Steigerung der Ressourceneffizienz oder besser noch gesagt die Reduktion des Ressourcenverbrauchs ein ganz zentraler Hebel für den potenziell für den Klimaschutz. Und da kommt die Kreislaufwirtschaft ins Spiel, die ja genau darauf abzielt, durch vielfältige Maßnahmen diesen Ressourcenverbrauch drastisch auch zu reduzieren. Und genau diesen Konnex Klimakrise und Treibhausgasemissionen auf der einen Seite und die Kreislaufwirtschaft, zumindest auf EU-Ebene als zentrales Konzept, auf der anderen Seite, diesen Konnex wollen wir heute in unserer Diskussion herstellen und mal ausloten, welche Rolle die Kreislaufwirtschaft im Kontext des Klimaschutzes spielt. In Österreich haben wir dazu, ich würde mal sagen, großen Nachholbedarf, weder beim Klimaschutz noch in der Ressourcennutzung sind wir wirklich vorne dabei. Der inländische Ressourcenverbrauch steigt so wie der weltweite ganz massiv und dazu werden wir, glaube ich, gleich ein bisschen auch Näheres erfahren. Ich möchte mit diesem ersten Aufruf gleich einsteigen in die Diskussionsrunde. Nachdem Science-Based mittlerweile in der Wirtschaft und sogar in der Politik immer breiter Anwendung findet, möchte ich gerne auch mit der Wissenschaft beginnen. Nina Eisenmenger ist Professorin im Institut für soziale Ökologie, das mittlerweile an der BOKU, an der Universität für Bodenkultur, ihre Heimat gefunden hat. Sie forscht und lehrt seit vielen Jahren im Bereich der nachhaltigen Ressourcennutzung und der Ressourceneffizienz, hat sich mit Materialflüssen und dem Materialfußabdruck intensiv auseinandergesetzt und ist auch als Co-Autorin des Berichts Ressourcennutzung in Österreich 2020, also die letzte, zumindest mir bekannte nationale Bestandsaufnahme gemacht hat, bestens mit der Situation vertraut. Klarerweise sowohl national als auch international und daher Frau Eisenmenger, meine Frage, wo stehen wir denn derzeit und wie würden Sie aus wissenschaftlicher Sicht diesen Konnex Kreislaufwirtschaft und die Bedeutung zur Erreichung der Klimaziele einschätzen? Dankeschön. Dankeschön für den Auftakt und auch für die Einladung. Ich freue mich schon auf die spannende Diskussion. Ich werde versuchen, mich kurz zu halten, weil es sind auf diese 5 Minuten angelegt. Ich werde sie versuchen einzuhalten. Also Kreislaufwirtschaft ist mittlerweile... Also natürlich steht die Klimapolitik an vorderster Front, aber Kreislaufwirtschaft hat mittlerweile einen wichtigen Platz eingenommen in den verschiedensten politischen Strategien auf EU-Ebene schon seit 2014. Und in Österreich gibt es ja auch mittlerweile den quasi Entwurf oder der Entwurf ist in Begutachtung zur österreichischen Kreislaufwirtschaftsstrategie. Da geht es immer um die längeres Halten von den Ressourcen in dem Wirtschaftssystem, weg von der linearen Wirtschaft, nachhaltige Ressourcennutzung, viel über Recyclingraten. Aber das, was ich das Spannende an der Kreislaufwirtschaft finde, ist, dass man damit sozusagen die verschiedensten Bereiche auch miteinander vernetzen kann. Ja? Weil in der Kreislaufwirtschaft schauen wir uns die Ressourcenflüsse an. Wir schauen uns an, vorne, quasi, wenn wir an den Beginn der wirtschaftlichen Prozesskette denken, schauen wir uns an, wie viel entnehmen wir aus der Natur an Ressourcen, wofür verwenden wir die und was passiert dann am Ende von der Lebensdauer, von der Nutzungsdauer eines Produktes oder der Materialien mit diesen Abfällen und Emissionen. Und wo können wir die auch nochmal zirkulär nutzen? Wenn wir jetzt so denken,
dann ist das Spannende daran, oder dann ist es ja auch für die Politik die wichtige Frage, wofür verwenden wir denn die ganzen Ressourcen, die wir nutzen? Ja? Also weil, wenn wir wissen, wofür wir es verwenden, dann haben wir auch einen Hebel, um sagen zu können, da müssen wir ein bisschen reduzieren oder da müssen wir überdenken, brauchen wir so viel. Ja? Denn wir wissen, dass, was schon gesagt wurde, wir brauchen an Ressourcen stetig mehr. Zwar in Österreich haben wir uns ein bisschen stabilisiert, auch auf der EU-Ebene, aber wenn wir mitbedenken, was wir aus anderen Weltregionen nutzen, dann haben wir immer noch einen steigenden Ressourcenverbrauch. Bei den CO2-Emissionen sehen wir das auch, eine Tendenz, die wir einfach noch in das Gegenteil umkehren müssen. Also wir müssen ja nicht nur stabilisieren und uns sozusagen auf einem hohen Niveau des Ressourcenverbrauches halten, und da stehen wir in Österreich gerade, sondern wir müssen ja schauen, dass wir hier ein bisschen reduzieren. Aber wie können wir denn das tun? Ja? Und wenn wir uns jetzt diese Flüsse anschauen, dann sagen uns die noch nicht, wofür brauchen wir diese Ressourcenflüsse. Aber schauen wir da kurz rein, und da sage ich jetzt nur ein paar Zahlen auch und ein paar Schlagworte dazu. Die Ressourcen, die Primärressourcen, die wir entnehmen aus der Natur, verwenden wir zum einen für die Bereitstellung von Energie. Ja? Das ist die Ernährung von Mensch und Tier, die wir in unseren Gesellschaften sozusagen vereinen. Und die Ressourcen, Biomasse in dem Fall aus den Nahrungsmitteln, die wir produzieren, werden in Emissionen umgewandelt, ja, CO2-Emissionen. Wir brauchen auch Energie für den Betrieb von unseren allen Gerätschaften, Beleuchten von Gebäuden, Treibstoff für Fahrzeuge und so weiter. Auch das ist Energienutzung und unser energetischer Verbrauch. Ja. All diese Ressourcen, die wir für die Energiebereitstellung verwenden, werden zum Großteil in Emissionen umgewandelt. Ja. Das heißt, das ist ein Fluss, den wir haben. Wir brauchen Energie, und wenn wir Energieträger nutzen, dann wandeln wir die in CO2-Emissionen um. Das ist das, was uns in der Klimapolitik beschäftigt. Ja? Dann nutzen wir noch eine ganze Menge an weiteren Materialien, und zwar wegen ihrer stofflichen Eigenschaften. Und da haben wir einen kleineren Fluss an Materialien, die wir nutzen, die wir nur kurz in unserer Nutzung halten. Das sind Zeitungen, Hygieneartikel, Verpackungsmaterial, aber auch Medikamente zum Beispiel, die nutzen, weil wir die stofflichen Eigenschaften nutzen zum Großteil. Die verwandeln wir am Schluss in Abfälle und verwerten diese Abfälle dann thermisch oder lagern diese oder verwenden Teile davon im Recycling, also um sie nochmal einzuführen. Und dann haben wir den größten Block, und zwar nämlich 64% unserer Materialien und Ressourcen, die wir nutzen, verwenden wir, um unsere Bestände aufzubauen. Ja, also das sind alle diese materiellen Produkte, die wir länger als ein Jahr und vieles davon, wenn wir an Gebäude denken, bis zu 30 Jahre oder 50 Jahre oder 70 Jahre. Das sind materielle Bestände, die wir anhäufen in unseren Gesellschaften. Und das ist der Großteil der Materialien, die wir nutzen. Ja. Am Anfang, wir hatten energetische Nutzung, ungefähr 25%, die stoffliche Nutzung von kurzer Lebensdauer, ca. 9%, stoffliche Nutzung für das Aufbauen unserer Bestände, 64%. Ja. Natürlich können wir einen Teil von den Materialien, die wir da in Beständen anhäufen, recyceln. Also auch da haben wir die Möglichkeit, hier in eine zirkuläre Nutzungsphase einzutreten. Aber da sage ich gleich noch was dazu. Das heißt, jetzt haben wir diese Komponenten. Das sind die großen drei, wofür wir unsere Ressourcen nutzen. Ja, Energie, und da hängen dann die Emissionen dran. Die anderen beiden stofflichen Nutzungsarten unserer Ressourcen, die verwandeln wir zum Großteil in Abfälle, die wir dann rezyklieren können. Ja. Das heißt, wenn wir von der Kreislaufwirtschaft reden, dann reden wir ja meistens von diesen Stoffen, dieser stofflichen Nutzung, ja, weil die Emissionen können wir derzeit unter den technischen Gegebenheiten noch nicht rezyklieren. Das heißt, die verlieren wir wieder, und das ist ein linearer Durchfluss. Ja. Das heißt, wir haben sozusagen in der stofflichen Nutzung die Möglichkeiten in der Kreislauffähigkeit, aber auch da sind wir beschränkt, wenn wir denken, dass diese 64% auf Bestände gehen und ja dort gebunden sind. Und da dauert es eine ganze Weile, bis die Materialien wieder rauskommen. Also das ist der eine Zusammenhang. Und der zweite Zusammenhang, und das sage ich nur noch kurz, ist, dass hier, und da ist einiges schon erwähnt worden, diese Bestände, die wir haben in unserer Gesellschaft, die sind ja auch mit Energieverbrauch verbunden. Ja? Denn die Bestände haben wir, weil wir sie nutzen wollen. Und sowohl im Aufbau, und das ist das, was schon genannt wurde, wie viel Energieverbrauch und wie viele Emissionen entstehen in der Verarbeitung von dem Material. Aber dann auch, wenn wir die Bestände haben und sie nutzen, wir beleuchten unsere Häuser und unsere Zimmer, wir fahren auf den Straßen, die wir haben, und mit den Fahrzeugen, die wir haben, und so weiter.
brauchen wir Energie. Ja, das heißt, wir sehen hier einen großen Zusammenhang und wir sehen gerade bei den Beständen, dass die immer noch am Wachsen sind. Ja, wir haben einen Zuwachs an Beständen, ähnlich wie im Ressourcenverbrauch. Aber wenn wir jetzt so nachdenken darüber, wo ist denn noch ein Hebel, den wir nutzen können, und wir sehen, dass viele Emissionen an der Materialverarbeitung dranhängen, dann sind es diese großen Bestände, ja, die Gebäude, die Fahrzeuge, die Straßen, die wir haben, die hier möglicherweise ein großer Hebel sind. Und das taucht in mancher Betrachtungsweise noch nicht so stark auf. Und das, was ich am Schluss noch sagen will, dass wir, also sozusagen der Abschlusssatz und dieses Mantra, was ich sehr oft wiederhole, wenn wir auf Ressourcenverbrauch, Effizienz, Kreislaufwirtschaft, verschiedene Quoten und Recyclingquoten und Raten schauen, dann schauen wir da immer auf diese Verhältnisse. Ja? Das, was wir aber unbedingt sozusagen als Referenzgröße brauchen, als Kontrollwert, ob die Maßnahmen greifen oder nicht, ist, ob wir in der absoluten Menge des Primärrohstoffverbrauches oder der Emissionen reduzieren. Ja, und da sehen wir, dass manchmal sozusagen in der Langlebigkeit von Gütern sehen wir sind ein bisschen effizienter geworden, aber ob das nur pro Einheit, Wohneinheit ist oder in der gesamten Menge, weil wir vielleicht die Bestände zubauen, das heißt, eine Einheit wird effizienter, aber die gesamte Menge wirft uns dann wieder zurück, darauf müssen wir ein bisschen schauen. Geht noch mehr zu sagen, Energieinfrastruktur, die dann sozusagen auch ein Trade-off ist zwischen Ressourcenverbrauch und Energie und Klimaproblematik, aber vielleicht in der Diskussion. Danke mal. Ja, vielen Dank für den ersten Input. Effizienz ist das Stichwort, auf die ja meistens auch geschaut wird, aber natürlich die Frage immer effizienter, aber trotzdem in Summe immer mehr dieses Auseinandergreifen zwischen dem Wachstumsparadigma und einerseits und dem Bestreben, andererseits klimaneutral zu werden oder die Emissionen zu reduzieren auf der anderen Seite. Das ist ja auch für die Wirtschaft eine große Herausforderung und das Effizienzthema spielt ja auch in der Wirtschaft eine große Rolle. Ich möchte daher den Peter Giefinger sozusagen jetzt als Vertreter der Wirtschaft ansprechen. Der Peter Giefinger ist Geschäftsführer der Saint-Gobain Austria, hinter der sich sehr bekannte Marken verbergen, die uns als Österreicher wahrscheinlich geläufiger sind. Rigips zum Beispiel oder Isover, früher Tell Mineralwolle. Vier Standorte in Österreich, wo die Dinge produziert oder vertrieben werden. Und der Herr Giefinger ist außerdem Präsident von Respect Austria, dem Austrian Business Council for Sustainable Development, auch eine Organisation mit schon sehr langer Historie. Ich glaube, die Ursprünge gehen bis 92 zurück zum damaligen Kongress in Rio. Da wurden ja die Business Councils für Sustainable Development gegründet. Und Respect ist auch eine der Trägerorganisationen des Circular Economy Forums. Herr Giefinger, Saint-Gobain hat sich natürlich wie mittlerweile recht viele große Industrieunternehmen verpflichtet unter ihrem Motto Making the World a Better Home, Klimaneutralität bis 2050 auch zu erreichen. Andererseits, gerade auch in Ihrem Bereich, gibt es ja auch eine langjährige Erfahrung mit der Kreislaufführung von Werkstoffen, mit dem Recycling. Stichwort Gipsbereich etwa. Daher meine Frage, wie sehen Sie die Rolle der Kreislaufwirtschaft auch jetzt in Ihrem Unternehmenskontext und natürlich insgesamt für das Erreichen der Klimaziele? Was gibt es an praktischen Erfahrungen aus dem Unternehmen? Was ist denn derzeit machbar aus Ihrer Sicht? Ja, danke für die einleitenden Worte. Ja, Saint-Gobain ist tatsächlich eines der ersten Industrieunternehmen, die sich zur Klimaneutralität 2050 bekannt hat. Und das weltweit. Wir sind in 70 Ländern der Welt tätig mit 170.000 Mitarbeitern, sind im ESG-Ranking in Paris auch gelistet. Ich habe die Frage, die Rolle verstanden, ein bisschen aus der Praxis zu reden, was uns treibt, wo wir die Umsetzung haben. Und die Frau Eisenmenger hat schon angesprochen, 64% des Ressourcenverbrauchs sind mineralische Rohstoffe, also oder 97% davon Baustoffe. Und daher möchte ich so ein bisschen den Praxisteil abdecken und sagen, was sind denn unsere Erfahrungen oder Ansätze dabei? Und ich glaube, das Erste, und das muss man auch in die Diskussion einbringen, ich glaube, wir werden unsere Klimaziele nicht erreichen, wenn wir nicht auch über Reduktion und Design sprechen. Das ist aber das Erste, bevor wir überhaupt über Recycling sprechen. Und bei Design, glaube ich, geht es darum, dass wir nicht
alles so weiterverwenden können, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Wir müssen nicht überall eine Betonwand aufstellen, wo sie nicht erforderlich ist zum Beispiel. Wir sehen auch große Chancen in einem Leichtbau, wo wir deutlich weniger Materialien auf der Straße haben, wo wir weniger Materialien im Gebäude einbauen, wo wir nachverdichten können, wo der Flächenverbrauch geringer werden kann. Wir sehen große Vorteile auch im Design, durch Digitalisierung, durch BIM zum Beispiel. Wenn man heute Gebäude designt, baut, kann man über EPDs hinterlegen und man weiß dann in Frau Eisenmenger, in 80 Jahren oder 100 Jahre, so lang sind nämlich der Gebäudebestand dann, was hat man tatsächlich wo verbaut und wo kann man das dann auch wieder rausnehmen. Bei den Produkten gibt es natürlich sehr viel, die auch im Design hereinzubringen, und ich werde ein bisschen was über Beispiel Glaswolle sagen. Also Glaswolle ist heute bei uns im Haus aus 80% Recyclingglas hergestellt, und ein Kubikmeter Glas oder festes Glas ergibt 150 Kubikmeter Dämmstoff. Und der wird noch verdichtet 1:6 oder 1:8 auf die Baustelle geliefert. Also die Vermeidung ist, glaube ich, das eher eine Thema. Und da ist auch das zweite Thema, das dann daran anknüpft, die Abfallvermeidung im Betrieb. Wir haben das Ziel, alle unsere Produktionsabfälle auf Null zu reduzieren. Das ist mit einigem Aufwand machbar. Das würde ich auch sagen, das sind so Dinge, die realistisch sind, wo man Konzepte hat, wo man was weiterbringt. Auch ist es uns gelungen, zum Beispiel Verschnitte, das wäre der nächste Teil, aus dem Kundenbereich wieder in den Produktionsprozess zurückzuführen. Das gelingt dort sehr gut, wo man eine Kundenbeziehung hat, wo das Material quasi abgeschnitten wird, in ein Sammelsystem kommt und dann vielleicht auch mit dem gleichen LKW, mit dem wir antransportiert haben, ins Werk wieder zurückkommt. Mit dieser Methode haben wir im letzten Jahr etwa 3000 Tonnen Gipsabfälle und Mineralwolleabfälle wieder in die Produktion zurückgebracht. Auch wenn das teurer ist als die Deponierung, haben wir mittlerweile das Commitment von vielen Kunden und Partnern, die sagen, besser zurückbringen, als wir bringen das auf die Deponie. Wo ich tatsächlich die Herausforderung sehe, ist dort, wo wir diese Sortenreinheit verlassen. Also es gibt sehr viele Produkte, die man gut recyceln kann, die man gut zurückführen kann, wenn sie sauber gesammelt sind. Ja, wenn der Aufwand, Dinge zu trennen, nicht so hoch sind. Und dort wird es dann spannend und dort sehe ich die großen Herausforderungen. Und dort glaube ich auch, dass zukünftig mehr Dialog zwischen Politik, Rohstoffindustrie, Altsammler, aber auch Rückbauunternehmen erforderlich ist. Vielleicht Beispiele dazu. Der Industrie oder bei uns im Haus ist es so, dass man beispielsweise Steinwolle und Glaswolle nicht miteinander recyceln kann. Und da bin ich sehr froh, dass es auch im Dialog mit den Behörden gelungen ist, in der letzten Novelle des Abfallverzeichnisses zum Beispiel getrennte Schlüsselnummern für Glaswolle und Steinwolle zu haben, als Voraussetzung dafür, dass man auch sauber sammelt und zurückführt. Eine weitere Herausforderung, die ich sehe, sind Schadstoffe, die wir in der Vergangenheit eingebaut haben, weil bei all der Diskussion über Kreislaufwirtschaft darf man nicht vergessen, dass wir ja auch in der Vergangenheit Produkte in Verkehr, ins Gebäude gebracht haben, die wir eigentlich nicht, die wir eigentlich aus dem Stoffstrom herauslösen wollen und auch bewusst deponieren wollen. Ich denke da zum Beispiel Asbestzement. Ja, das ist ganz klar, dass wollen wir aus den Stoffströmen heraus haben oder andere viel Störstoffe auch. Und da wird es dann, glaube ich, spannend und interessant, wenn es darum geht, Qualitätskriterien für Recyclingstoffe zu definieren, klarzustellen, weil die unterscheiden sich dann in der Regel auch von natürlichen Rohstoffen. Wenn man das hat, glaube ich auch, und da denke ich in vieler Diskussion, und das steht auch in Europa, glaube ich, in dem Dokument, man hat Zielsetzungen hier, Recyclinganteile von fertigen Baustoffen vorzuschreiben. Das sehe ich ein bisschen kritisch, vielleicht kann der Herr Hansengruber auch Erfahrungen dazu sagen, wie das in anderen Bereichen passiert ist. Das sehe ich kritisch, weil man hier doch vielleicht dann Möglichkeiten schafft, die man gar nicht so haben wollte. Deswegen glaube ich eher, dass es sinnvoll ist, dass wir für recycelbare Baustoffe so etwas wie ein Deponierungsverbot haben oder Deponierungsrestriktionen haben. Ich glaube, es geht darum, dass wir verhindern, dass Produkte, die verwertbar sind, dass die für die nachfolgenden Generationen verloren gehen. Und ich glaube, da brauchen wir
klare Definition von Restriktionen, was auf Deponien kommen darf. Wenn man das aber macht, dann sehe ich auch, und das sehe ich auch in Europa, eine große Herausforderung, dass wir nicht einheitliche Gesetze haben, dass Europa nicht einheitlich ist. Ein Beispiel dazu, Gips eignet sich hervorragend, vor allem Gipskarton im Kreislauf geführt zu werden. Das ist ein endlos Prozess, man kann Gips endlos im Kreislauf führen. Aber wir sehen, dass mehr als die Hälfte des anfallenden Gipsabfalls von Deutschland zum Beispiel in tschechischen Untertagebau landet. Ja, also dieses Downcycling oder Downgraden, das man dann durchaus auch als Verwertung bezeichnet. Also da, glaube ich, gibt es auch sehr viele Themen, über die zu diskutieren sind. Und das Letzte, was ich noch ansprechen möchte, bis wir zu dieser tatsächlichen Kreislaufführung kommen, ist auch, glaube ich, eine Diskussion und eine Notwendigkeit, in allen Stoff- oder Bereichen auch so etwas für eine Verwertungshierarchie zu definieren. Ja. Also das oberste Ziel, denke ich, sollte sein, dass wir die Produkte, die Stoffe im Kreislauf führen. Und wenn sie dafür nicht mehr geeignet sind, nicht die richtige Qualität haben oder Verschmutzung sind, dass man dann erst ins Downcycling kommt. Ja. Wenn ich ein Produkt zum Beispiel als Füllstoff für Beton verwende oder wenn ich ein Produkt downcycle, dann steht es mir als Primärrohstoff nicht mehr zur Verfügung. Beispielsweise, wenn ich Weißglas getrennt sammeln kann und ich habe dann Buntglas dabei, dann kann ich es in der Regel nur noch für Buntglas verwenden. Ja. Also diese Verwertungshierarchie ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da wird es wahrscheinlich ohne politische Rahmenbedingungen nicht gehen, dass wir für jeden Stoff, für jede Produkte solche Verwertungshierarchien und auch würde ich sagen, politische und logistische Rahmenbedingungen hat. Vielen Dank, Herr Giffinger, für den Input. Eine Vielzahl schon von Herausforderungen angesprochen, die in der Folge gilt zu bearbeiten. Die Verwertungshierarchie definieren ist vielleicht auch gleich ein guter Input für die Kreislaufwirtschaftsstrategie, dass wir das dort auch möglicherweise schon verankern können. Bleiben wir vielleicht trotzdem im Bereich der Wirtschaft noch. Der Herr Anzengruber ist ja direkt angesprochen worden, auch vom Herrn Giffinger. Wolfgang Anzengruber, einer der erfahrensten Top-Manager in der österreichischen Industrie. Lange Laufbahn, beginnend von Simmering Graz Pauka, ABB, Salzburg AG, die Balfinger-Gruppe, mehrere Jahre geführt, bis zuletzt an der Spitze der Verbund AG, Österreichs größtem Energiekonzern, den er bis 2020 geleitet hat. Und wie wir gehört haben, 25%, hat die Frau Eisenmenger gesagt, machen die Energieressourcen aus. In der Energie, in der Energiewirtschaft ist natürlich das Klimaschutzthema und die Treibhausgasemissionen ein ganz, ganz zentrales. Meine Frage, Herr Enzengruber, aus Ihren Erfahrungen heraus, trotzdem natürlich hier natürlich das Thema fossile Energieträger und raus aus der fossilen Energie im Mittelpunkt steht, gab es auch Berührungspunkte mit der Kreislaufwirtschaft? Wie sehen Sie da die Rolle auch im Kontext der Energiewirtschaft und der Kreislaufwirtschaft als Hebel zur Erreichung der Klimaziele? Was sind da Ihre praktischen auch Erfahrungen in dem Bereich? Ja, danke und herzliches Grüß Gott und auch danke für die Einladung. Ich möchte versuchen, ein bisschen das einmal von sag ich mal, aus der Vogelperspektive auch ein bisschen zu sehen, um dann es zu konzentrieren auf Energiethematiken daher. Ich glaube, es muss uns bewusst sein, grundsätzlich heißt ja die Kreislaufwirtschaft, ist ja die Kreislaufwirtschaft nicht ein isolierte Themenstellung, sondern ist ein integrierender Bestandteil des gesamten Nachhaltigkeitsprojektes, was vor uns liegt oder mit dem wir befasst sind. Und damit ist es, glaube ich, kein Wettbewerb zwischen Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft, sondern das sind unabdingbare Zwillinge, wenn man so will, und eng verzahnt zu sehen. Und ich glaube, es muss uns auch klar sein, dass das ja die Kreislaufwirtschaft, die wir ja, glaube ich, jetzt nicht mehr argumentieren müssen, dass sie sinnvoll ist. Ich glaube, jeder Mensch, der einigermaßen vernünftig denkt, wird die Vorteile dieser Kreislaufwirtschaft sehen. Aber es heißt eine Abkehr vom linearen Wirtschaftssystem, das was wir bisher hatten. Ich meine, das Input mit Rohstoffen und Energie, die den Kreislauf betreten und dann wieder aus dem Kreislauf scheiden dann die Abfälle oder die nicht mehr die Reststoffe aus, die also nicht mehr verwendbar sind.
Und ich glaube, da geht es auch, der Herr Kiffinger hat das auch gesagt, es geht ja dann nicht nur darum, in diesem Kreislauf den Sektor des Recyclings zu optimieren, sondern es geht ja die einzelnen Elemente in dem Gesamten zu optimieren, ob das beim Design beginnt, ob das beim Herstellen fortgesetzt wird, aber auch in dem Thema, wie vertreiben wir es und wie nutzen wir es. Ne? Ich meine, ich glaube, ein wesentlicher Punkt heißt ja auch dort, die Reparaturfähigkeit von Geräten, von Produkten und so weiter. Und in Summe geht es also insbesondere darum, das kennen wir aus der Energiewirtschaft, den Wirkungsgrad zu erhöhen. Den Wirkungsgrad zwischen Input an Rohstoffen und Energie möglichst gering zu halten und auch den stofflichen Rest, der also aus dem System ausscheidet, auch relativ gering zu halten und damit also die Lebenszyklus der Produkte auch entsprechend zu verlängern. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt wäre auch einmal zu sagen, warum tun wir denn das? Was erwarten wir uns denn und was ist das Ziel eigentlich dahinter, das wir haben? Weil es ist natürlich im abstrakten Begriff des Klimaschutzes oder der Nachhaltigkeit ein wesentlicher Bereich. Aber es geht auf der einen Seite, und das sehen wir, ist ähnlich wie im Energiebereich, den Ressourceneinsatz zu reduzieren. Das ist einmal einer der wesentlichen Aspekte. Wir wissen, Ressourcen sind begrenzt und im Energiebereich kennen wir das aus den fossilen Ressourcen. Und das ist ja eigentlich die Absurdität, die wir mit fossilen Ressourcen in der Vergangenheit oder auch noch in der Gegenwart gemacht haben. Das heißt, wir verwenden endliche Ressourcen, die wir ohne Rezyklierbarkeit vernichten. Das ist eigentlich der Energieeinsatz, den wir haben. Deshalb also auch der hohe Stellenwert der erneuerbaren Energien, wo es zu keinem Ressourcenverlust auch kommt. Gleichzeitig auch ein politisches Thema, was dahinter steht, die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Das heißt also, auch das ist ein wesentlicher Aspekt, glaube ich, der also auch unterstützt wird durch das Thema Kreislaufwirtschaft. Den Energieeinsatz zu optimieren, das ist eine klassische Wirkungsgradfrage. Wir kennen das, ich will jetzt nicht das Glühlampenbeispiel in den Vordergrund stellen, aber wir wissen ja, dass die Glühlampen der Vergangenheit ja eigentlich Wärmelampen waren und keine Leuchtgegenstände waren. Das ist also, haben wir einiges gebracht. Und in dem Zusammenhang ist es auch gelungen, sage ich mal, Schadstoffemissionen, im Wesentlichen CO2-Emissionen auch zu reduzieren. Ein wesentlicher Treiber der gesamten Klimakrise, der globalen Erwärmung, die dahinter steht. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist es auch, und das ist vielleicht mehr eine logistische Maßnahme, auch geplante oder designte Obsoleszenzen zu vermeiden. Das heißt also, dass wir also nicht von vornherein Produkte planen, deren Lebensdauer schon durch sage ich mal, technische Einrichtungen begrenzt wird. Und ein wesentlicher Punkt, und ich glaube, da gibt es einiges, wo wir darauf achten müssen, das sind diese Rebound-Effekte zu vermeiden. Wir sehen ja immer wieder, dass es also hier sehr gut gemeinte Aktivitäten gibt, die aber dann sich unter Umständen ins Gegenteil umkehren. Ich gebe ein paar Beispiele, es gibt wirklich sehr, sehr viele Beispiele, aber Sie kennen ja das, was man mal festgeschrieben hat, man wollte in den Treibstoffen den Bioanteil erhöhen, was im Wesentlichen den Palmöleinsatz aus anderen Kontinenten gefördert hat. Das heißt, also, dass wir auf Palmöle gegangen sind. Da gibt es andere Sachen auch, als man von Glühlampen auf die LED-Lampen gekommen ist, was eine riesige Energieeinsparung war, hat es teilweise dazu geführt, dass man das Licht nicht mehr abdreht, also dass man noch mehr beleuchten. Also ich glaube, das ist jetzt so eine Sache, jetzt gibt es beim PKW und bei Mobilität auch dafür. Vielleicht nur abschließend ein paar Punkte und ein paar kleine kurze Zahlen, weil da gibt es viel profundere Kenner der Materie mit Zahlen, aber ich möchte ein paar sehen, sind die von der Europäischen Union, die ich dort also herausgenommen habe. Ich glaube, was brauchen wir dafür? Und ich glaube, das ist immer ein wesentlicher Punkt in der Wirtschaft und auch in der Industrie. Veränderungen finden dann statt, wenn sie wirtschaftlich sind. Das heißt, wir brauchen Kostenwahrheit. Und solange wir nicht Kostenwahrheit haben in unseren aktuellen Kreisläufen, wird es schwierig sein und nur durch massive Förderungen, glaube ich, erreichbar zu sein. Das ist, glaube ich, einmal ein wesentlicher Punkt. Das heißt, wir müssen ja Belastungen der Umwelt, der Nachhaltigkeit auch in die Bepreisungssysteme, die Kalkulationssysteme jetzt hineinbringen. Wir brauchen Innovation, Forschung und Entwicklung, was ein wesentlicher Input wäre für Wachstum auch wiederum. Das ist ja was Positives, wo es hingehen kann. Wir werden natürlich auch Verhaltensänderungen brauchen, wobei Verhaltensänderungen, glaube ich, nicht aus Überzeugung stattfinden, zumindest in der Mehrheit, sondern eher, weil es Lust auf Veränderung gibt oder Schmerzen durch Nichtveränderung. Das heißt, also, das ist im Wesentlichen der Treiber für Veränderungen. Es gibt natürlich auch Überzeugungstäter, die sind sehr löblich, aber sie sind leider zu wenig. Was wir auch brauchen, und das glaube ich,
sagt man nicht gerne, und ich bin auch ein Anhänger der Marktwirtschaft, aber wir werden auch gewisse Gesetze brauchen. Das heißt, es wird auch Verbote geben müssen, die wir brauchen, oder gewisse Vorschriften, ob sie uns gefallen oder nicht, weil wir doch kennen aus der Vergangenheit, dass gewisse Dinge nur dann vonstatten gehen, wenn gewisse Sachen einfach nicht mehr zulässig sind. Und das, was der Herr Kiffinger gesagt hat, glaube ich, was wesentlich wäre, wir dürfen die einzelnen Sektoren der Wirtschaft nicht über einen Kamm scheren. Das heißt, es wäre ein sektorspezifisches Vorgehen, ob das die Bauwirtschaft ist, die Energiewirtschaft, die Lebensmittelindustrien, also diese verschiedenen Bereiche, so vorzugehen, um eine Roadmap je Bereich mal zu finden und sagen, was können wir in welchen Zeitabschnitten mit welchem Input auch erreichen. Vielleicht nur ein paar Zahlen, die was ich nur ganz dazugeben kann, was ich entnommen habe in einem Papier der Europäischen Union. Die Europäische Union produziert 2,5 Milliarden Tonnen Abfall pro Jahr. Ich meine, das ist schon eine enorme Menge. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das sind alle anderen, das sind ja nicht wir in Österreich. Ich habe jetzt eine Zahl also rausgenommen, was in Österreich ist, aber vielleicht wird die Frau Eisenmenger das auch korrigieren, aber ich muss das jetzt einmal übernehmen, dass wir an Importen, und zwar aus Metallerzen, nicht metallischen Materialien, fossile Energien und Biomasse und etwa 10 Tonnen pro Kopf in Österreich importieren. Was dabei interessant ist, wir emittieren auch ungefähr 10 Tonnen CO2 pro Kopf in Österreich. Das heißt, also, da sehen wir schon, was das ist jetzt nicht unbedingt, also da wäre eine zufällige Gleichheit. Und das Zweite und das Letzte an den Zahlen, die Potenziale, die also von der Europäischen Union gesehen werden, die wir durch eine funktionierende Kreislaufwirtschaft bis 2050 erreichen können, und zwar auf einen Haushalt runtergebrochen in den 3 Sektoren, Mobilität, wo wir Einsparungen von 60-80% erreichen könnten, durch funktionierende Kreislaufwirtschaftssysteme, im Lebensmittelbereich von 25-40% und im Wohnraumbereich von 25-35%. Das heißt also, da ist ein Potenzial vorhanden, das es schon wert macht, sich da wirklich also mit voller Konzentration auf dieses Thema zu konzentrieren. Ich glaube, was vielleicht auch begleitend notwendig wäre, wir brauchen eigentlich ein Kennzahlensystem für die Kreislaufwirtschaft. Das heißt, wie wir heute Wirtschaft beurteilen, das sind BIP-Zahlen, das greift zu kurz. Wir können das nicht Veränderungen in der Wirtschaft mit dem haben. Und ich glaube, ganz allgemein, und das gilt nicht nur für Kreislaufwirtschaft, das gilt für den Klimaschutz genauso wie für die Nachhaltigkeit. Ich glaube, gerade in unseren entwickelten Ländern, in den Industriestaaten, ist es notwendig, dass wir vom Mengenwachstum weggehen, den wir jetzt, sage ich mal, ungefähr 100 Jahre gefrönt haben, in ein Qualitätswachstum kommen. Und da, glaube ich, kann die Kreislaufwirtschaft einiges dazu beitragen. Ja, vielen Dank für die breite Tour d'Horizon. Wieder viele, viele wichtige Punkte. Allein das letzte Punkt, Kennzahlensystem, ganz ein wichtiger Aspekt. Man kennt ja aus der Wirtschaft auch den Spruch, was man nicht messen kann, kann man auch nicht verbessern. Insofern kommt da eine wesentliche Rolle zu. Da spielt die Frau Eisenmenger und das Institut eine wichtige Rolle in der Entwicklung solcher Kennzahlen. Materialfußabdruck als Stichwort, der jetzt viel diskutiert wird, wo aber auch noch die entsprechenden Metriken zu definieren sind. Die Politik ist mittlerweile vielfach angesprochen worden, nicht zuletzt was logistische, regulatorische Maßnahmen betrifft, die ja auch bei der Entwicklung der Kreislaufwirtschaftsstrategie in der Expertinnenumfrage eine wesentliche Rolle gespielt haben in der Einschätzung der Beteiligten. Die Politik ist natürlich auch gefragt in der Gestaltung der Rahmenbedingungen in finanzieller Hinsicht. Und die Politik hat das Ziel gesetzt, Klimaneutralität in Österreich bis 2040. Das ist sehr prominent, wie schon gesagt, aus meiner Sicht vertreten. Die Kreislaufwirtschaft jetzt über die Fachöffentlichkeit hinaus ist meines Erachtens in der politischen Agenda noch nicht allzu verbreitet. Jetzt einmal vielleicht vom Spezialministerium, sage ich mal, abgesehen. Ganz anders auf europäischer Ebene, wurde schon vielfach angesprochen. In der EU ist es ein zentrales Werkzeug. Karl Kienzl ist im Kabinett von der Frau Bundesministerin Leonora Gewessler
dafür zuständig, das auch zu verändern. Er ist der Kreislaufwirtschaftsbeauftragte oder Fach oder derjenige, der das Thema auch im Kabinett betreut. Er war vorher 34 Jahre lang im Umweltbundesamt tätig, zuletzt als stellvertretender Geschäftsführer, und aus der Tätigkeit heraus kennte er auch schon sehr gute Personen, Strukturen, Abläufe, sowohl in der Verwaltung als auch in der Politik. Ich weiß, Karl, dir ist die Verknüpfung von Kreislaufwirtschaft mit der Klimapolitik auch ein großes Anliegen. Meine Frage, warum misst du dem so große Bedeutung bei und wo liegen denn da auch aus deiner Sicht die politischen Hebel in Sachen Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz? Wie schätzt du da die Lage? Vielen Dank für die freundliche Einleitung und für die Möglichkeit, hier teilzunehmen. Ist eine große Herausforderung, das ist keine Frage. Die Frau Eisenmenger hat schon eingangs gesagt, wie wichtig denn da oder wie interessant denn da der holistische Blick ist. Und das ist vollkommen richtig. Auch wenn man, und da gebe ich Wolfgang Anzengruber durchaus recht, man pro Bereich schauen muss, wie denn hier der Pfad laufen soll oder kann. Wir müssen es gesamtheitlich betrachten. Um einige Zahlen zu nennen, wir haben ja, was jetzt die Notwendigkeit, der Klimakatastrophe entgegenzuwirken, im vorigen Jahr erstmalig 417 ppm an Konzentration gemessen, gigantisch, mehr als 100 ppm gestiegen die letzten 70 Jahre. In dem gleichen Zeitraum ist aber die Rohstoffentnahme auf unserem Planeten von 20 Gigatonnen pro Jahr auf 420, also das 21-fache. Und die Bevölkerung hat sich nahezu verdreifacht. Also wir haben da enorme Notwendigkeit, in der Produktion zu agieren und von der Wegwerfgesellschaft zu einer Kreislaufwirtschaftsgesellschaft zu kommen. Wir haben jetzt nach mehreren Seminaren und Fragerunden, Interviewrunden, Fragebogenrunden eine Kreislaufwirtschaftsstrategie vorgeschlagen, die haben wir zur Begutachtung ausgesandt. Gestern hat die Begutachtungsfrist geendet und wir haben so an die 100 Stellungnahmen dazu bekommen. Die werden wir jetzt entsprechend einarbeiten. Und am 22. März wird es eine große Konferenz geben, unser Circular Economy Summit, wo wir versuchen, auch mit den anderen Ministerien, weil wirkungsvoll ist es nur, wenn die gesamte Politik und nicht nur ein Ministerium dahinter steht. Das heißt, wir werden das Wissenschaftsministerium, Wirtschaftsministerium, Landwirtschaftsministerium, aber für Konsumentenschutz auch das Sozialministerium da mit einbinden. Klimaschutz und Gesundheit sind natürlich auch ein wesentliches Thema und auch die Schadstoffe, die wir auch bei der Wiederverwertung ja haben, sind schon angesprochen worden, und mit der Akkumulation der Stoffe haben wir natürlich leider auch da oder dort Akkumulation von Schadstoffen in den Produkten. Unser großes Ziel ist es, mittelfristig jedenfalls von einem Abfallwirtschaftsgesetz zu einem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu kommen. Natürlich wird es eine Verwertung da oder dort geben müssen, weil man nicht mehr in Kreislauf gehen kann. 100% Kreislauf wird es nicht spüren, aber bestmöglich muss das sein. Da wurde auch schon genannt, diese Verwertungshierarchie. Wir haben in unserer Strategie da einen 10-Stufen-Plan vorgeschlagen für so eine Verwertungsstrategie. Da wollen wir uns dem bestmöglich nähern. Natürlich wird es viele Änderungen brauchen in verschiedensten Gesetzgebungen. Wir können das auf nationaler Ebene versuchen, aber es wurde auch schon gesagt, es ist notwendig, das EU-weit zu harmonisieren. Letztendlich ist es eine globale Frage. Das Lieferkettengesetz ist ja eines der nächsten Vorhaben der Europäischen Union, die wir da erwarten. Und auch da ist natürlich extrem wichtig, wie kann man denn den Zahlen vertrauen, wie kann man den Informationen vertrauen, die von außerhalb von Österreich kommen, ja auch von außerhalb der EU. Also hier das entsprechende Zahlenmaterial zu haben, ganz wichtig, mit Modellen hier zu zeigen, wie nachhaltig ist denn hier wirklich eine Produktion. Aber bei der Produktion ansetzen und da wirklich reparierbare, wiederverwertbare Produkte zu haben, ganz, ganz wesentlich.
du hast es schon eingangs erwähnt, an die 50% der Treibhausgase kommen durch die Manipulation der Rohstoffe für Gewinnung, Verarbeitung, aber auch für die Produktion und Transport der Produkte etc. etc. zustande. Also ein ganz, ganz wesentlicher Hebel. Um die Energiewende zu machen, brauchen wir natürlich vielerlei Bereiche. Wir brauchen natürlich auch biogene Rohstoffe, aber die Bioökonomie, so wichtig sie für die Kreislaufwirtschaft auch sein mag, die Bioökonomie kann nicht alle unsere Themen lösen. Da kommen wir, und das eines zum holistischen Ansatz, kommen wir zum Flächenthema. Wir brauchen Fläche natürlich für biogene Rohstoffe. Wir brauchen aber Flächen, die wir nach wie vor auch in Österreich wirklich genannt vergeuden, indem wir sie versiegeln. Und nur funktionierende Böden sind langfristig auch eine Sicherung, um unsere Rohstoffe für die Produktion zu haben, um unsere Trinkwasserproduktion zu haben. Denn alles, was versiegelt ist, dann ist unten der Boden tot. Da gibt es kein Leben mehr im Boden. Und funktionierende Ökosysteme sind das Um und Auf für das Überleben der Gesellschaft. Wenn wir uns die Pandemie ansehen, die Zoonosen, letztendlich ist das ein Problem, wie der Mensch mit der Natur umgeht, wie sehr hier die Distanz zwischen Tierwelt und uns Menschen abgenommen hat und wie es zu immer mehr Zoonosen kommen wird. HIV ist ja auch nichts anderes gewesen, viele andere, Ebola, um nur einige zu nennen. Also das Thema Klimawandel, das Thema Kreislaufwirtschaft und das Thema Gesundheit müssen wir wirklich miteinander betrachten. Zu diesem kritischen Flächenverbrauch kommt natürlich auch der kritische Wasserverbrauch. Nicht nur für die Produktion selbst, da verbrauchen wir viel Wasser, obwohl man Wasser nicht zerstören kann, aber man kann es so verschmutzen, dass es nicht mehr verwendbar ist, dass es nicht mehr brauchbar ist. Und mit dem Zerstören der Regenwälder, auch der Wälder, die entlang der Meere gehen, haben wir ja diese Pumpe, diese quasi Wasserpumpe, die die Wälder darstellen, abgebrochen. Denn der Großteil der Wässer wird natürlich über den Meeren verdampft und brauchen wir, um hier unsere funktionierenden Ökosysteme zu haben. Was planen wir generell in dieser Kreislaufwirtschaftsstrategie? Da haben wir einiges, wo wir gesagt haben, der strategische Rahmen ist notwendig und muss beginnen bei der Produktion, aber dann auch beim Konsum, bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Hier vielleicht Verhaltensökonomie als ein Schlagwort, wenn wir diesen Circularity Gap betrachten, also wie nachhaltig ist denn Österreich, wie recycelfähig, so sagen wir etwa 10-12%, die wir wirklich recyceln. Und das ist natürlich viel zu wenig. Aber wir werden da auch ein Monitoring brauchen, um zu sehen, wie verändern unsere Maßnahmen, wie verändern unsere Gesetze wirklich auch das Verhalten und damit die Zirkularität der Rohstoffe, die wir brauchen. Natürlich auch die Anlagen, die notwendig sind, um die gesammelten Abfälle so bearbeiten zu können, um dann auch wirklich die Sekundärrohstoffe gut und getrennt zu haben. Ich erinnere da nur an das, was der Herr Diefinger schon gesagt hat, Steinwolle und Glaswolle. Ganz wichtig, bestimmte Stoffe da so gut gesammelt zu haben, dass man sie als Sekundärrohstoffe wieder einsetzen kann und als Ersatz für Primärrohstoffe. Alle anderen Botschaften oder Informationen dann vielleicht in der Diskussion. Es ist ein breites Gebiet, das macht wirklich eine Herausforderung, aber die Energiewende werden wir nur erreichen durch eine Rohstoffwende. Danke. Danke, Karl. Ich möchte leider die Zeit rast dahin. Vielleicht kurze anschließend im Anschluss an deine Ausführungen wieder ein bisschen zurück in die konkrete politische Realität. Die Initiative hat das Klimaschutzministerium ergriffen. Wie siehst du die Chance, dass das Thema Kreislaufwirtschaft wirklich eine breite Akzeptanz findet in der Bundesregierung, insgesamt in der Verwaltung, auch in den Ländern, dass man das präsentiert? Wie schätzt du da die Lage ein? Was sind da die Aussichten? Ein Plan ist, diese nach Überarbeitung der Strategie auf Basis der Stellungnahmen, das mit den Kabinetten im
Wissenschaftsministerium, Wirtschaftsministerium, Landwirtschaftsministerium und Sozialministerium zu machen und damit einen gemeinsamen Ministerratsvortrag, wodurch dann die Bundesregierung hinter so einer Strategie stehen muss. Wir haben im Regierungsprogramm stehen, dass wir eine integrierte Klima- und Kreislaufwirtschaftsstrategie benötigen und das möchte ich der gesamten Bundesregierung durch einen Ministerratsbeschluss vorlegen, den wir, wenn alles gut geht, bis Ende März vielleicht haben können. Und dann wird es auch notwendig sein, da so etwas wie ein Circularity Lab, also irgendeinen Ort zu haben, wo es Austausch gibt zwischen der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Zivilgesellschaft und der Politik. Und das gemeinsam mit einem vielleicht Klimalab, um hier wirklich Klimaschutz und Kreislaufwirtschaftsbemühungen bestmöglich zusammenzuhalten. Denn jetzt die Strategie zu publizieren, möglichst mit breiter Unterstützung von vielen Ministerien, das kann nur der Start sein. Es bleibt und ist viel zu tun die nächsten Jahre. Und die europäischen Notwendigkeiten, die bleiben uns nicht erspart, die bestmöglich zu erfüllen und in der Politik, wo immer möglich, auch voranzutreiben. Auch die EU ist nicht immer dort, wo wir sein müssten. Ja, dann drücken wir die Daumen, dass das auch wirklich gelingt, das auf breite Basis zu stellen. Das, denke ich, wäre auch eine Antwort auf die Frage von Christoph Thun. Was können wir von den Niederlanden lernen? Dort, denke ich, ist genau diese Allianz gut geglückt. Mittlerweile ist es breit aufgestellt und breit auch etabliert. Zweiter Aspekt, denke ich, ist, dass die Niederlande sehr früh erkannt haben, diese internationale Dimension der Kreislaufwirtschaft, hier auch internationale Kooperation sehen und gleichzeitig aber auch die Wirtschaft sozusagen hier eine groß gute Chance haben. Aber ich gebe die Frage auch gerne weiter. Vielleicht Frau Eisenmenger, wie haben Sie, ich weiß nicht, ob Sie speziell jetzt haben im niederländischen Kontext Erfahrung haben, Punkt A. Das zweite Thema, was vielfach jetzt angesprochen wird, war die Frage, wir brauchen was, es muss messbar sein, wir müssen neue Indikatoren entwickeln. Wie steht es denn da aus Ihrer Sicht, wo sind wir? Und natürlich gerne, wenn Sie auch direkt reflektieren wollen auf die eine oder andere Stellungnahme von Herrn Anzengruber, Herrn Giffinger oder Herrn Kinzel. Bitte kurz fassen, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, leider geht es so schnell dahin. Ne? Genau, danke. Zu den Niederlanden, also ich bin da eher Spezialist für die Makroebene, also für die große Sichtweise und nicht für die Details oder eigene Sektoren oder betriebswirtschaftliche Ebene. Niederlande, zusätzlich zu dem, was schon gesagt wurde, die machen natürlich schon vieles und schon vieles viel länger als wir und sind in manchen Punkten auch schon besser vernetzt. Aber ich glaube, man muss bei den Niederlanden auch berücksichtigen, da gibt es einfach einen Unterschied zu Österreich, nämlich, dass die Niederlande zwar einen niedrigen Ressourcenverbrauch haben, ja, niedriger als in Österreich, 10 Tonnen pro Kopf und wir stehen bei 19 Tonnen pro Kopf. Aber wenn man eben diese Vorleistungskette mit berücksichtigt, dann schaut es schon wieder ganz anders aus. Und diese Kreislaufwirtschaftsindikatoren rechnen bis jetzt halt territorial. Das heißt, sie schauen sich nur an den Ressourcenverbrauch im eigenen Land. Und dann schaut ein Land natürlich deutlich besser aus, wenn es sozusagen mehr importiert aus dem Ausland und weniger Produktion, nämlich materialintensive Produktion im eigenen Land hat. Das trägt dazu bei. Also das muss man, glaube ich, zur Verteidigung von Österreich sagen. Aber das führt mich gleich zu dem Punkt der Messbarkeit. Ich glaube, dass diese Integration von den globalen Lieferketten und globalen Produktionssystemen mit den Kreislaufwirtschaftsindikatoren ist ein ganz wichtiger Schritt, weil wir müssen uns auch in einer globalen Wirtschaft vernetzt denken. Und das können wir bis jetzt, also von den Zahlen her, noch sehr schlecht, ja, zumindest auf der Makroebene, auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene. Also da braucht es noch ein bisschen Entwicklungszeit und das ist auch an manchen Punkten knifflig, aber natürlich lösbar. Aber da braucht es noch auf der Indikatorenseite ein bisschen Arbeit. Und dann wollte ich nur noch dazu sagen, ein bisschen einen kritischen Blick bei der Kreislaufwirtschaft auf manche Maßnahmen und vieles davon wurde schon gesagt und ich möchte es nur unterstreichen, sozusagen dieser Blick, ist denn alles, was wir an Recycling bis jetzt sehen und in den Recyclingraten als positiv vermerken, ist das auch wirkliches Recycling oder ist es ein Downcycling und ersetzt es tatsächlich die Primärrohstoffe oder ist es nur einfach eine zusätzliche neue sozusagen Produktionsschiene und die ersetzt nicht, das war so mein Plädoyer, warum man immer schauen muss auf die gesamten Primärressourcenverbrauch, um das als Gegencheck immer wieder sich anzuschauen. Nur kurz. Die Zeit ist schon fortgeschritten. Ich muss
ja schon die Schlussrunde einleiten. Daher, ich lasse den Ball noch bei Ihnen, Frau Eisenmenger. Vielleicht öffnen Sie den Schlussreigen. Meine Frage wäre, wenn Sie jetzt so dieses ganze Spektrum anschauen und wir wollen ja ins Tun kommen, das ist uns auch ein Anliegen im Circular Economy Forum, was werden aus Ihrer Perspektive jetzt der Wissenschaft so die konkreten 1, 2, 3 zentralen Schritte, wo Sie sagen, das wäre wichtig, da sollte man es jetzt wirklich fokussieren und das rasch angehen? Ich glaube, ich habe eh schon einiges gesagt. Also ich glaube, diese genauere Betrachtung von manchen Prozessen, Downcycling und so weiter, ersetzt das wirklich Primärrohstoffe. Ich glaube, dass man auf diese Außenhandelsfrage und die Tradeflüsse und die Berücksichtigung von Sekundärrohstoffen da drinnen ist ein wichtiger Punkt. Und als Drittes würde ich vielleicht noch sagen, also wenn man das Ganze integriert betrachtet und vernetzt, dann muss man sich auch so Dinge wie Trade-offs anschauen. Ja? Und da ist zum Beispiel die Energiewende und die Energieinfrastruktur ein wichtiger Punkt, ja? Weil da werden wir Ressourcen brauchen. Die wird uns dann auf lange Sicht idealerweise in der Klimafrage helfen und CO2-Emissionen brauchen, aber gleichzeitig werden wir dafür Ressourcen brauchen. Das heißt, wir müssen da schon ein bisschen das mitdenken und da braucht es ein bisschen auch Modellrechnungen und dann schauen, was sind gute Wege darin. Ja? Und damit man, und da muss man eben Ressourcennutzung und Energie und Klima in einem denken. Genau, damit lasse ich es aber auch. Ja, danke. Herr Kiefinger, wo würden Sie ansetzen, wenn Sie jetzt Ihr Unternehmen im Fokus haben? Was wären so die Dinge? Sie haben auch schon eine ganz wichtige Themen angesprochen. Was wären so die 2, 3 Dinge, die aus Ihrer Sicht als nächstes anstehen? Ja, es sind schon sehr viele wichtige Dinge gesagt. Ich möchte das gar nicht wiederholen. Was ich vielleicht in der Vorbereitung noch gelesen habe, ist, dass 40% der Gesamtmaterialmengen, die wir in Österreich verarbeiten, aus dem Ausland stammen. Also ich glaube, auch Ressourcenmanagement-Kreislaufwirtschaft hat auch etwas mit Autonomie und Lieferkettensicherheit zu tun, das ganz wichtig ist. Was ich persönlich als Österreicher schade finde, ich habe das auch in der Vorbereitung angeschaut, beim Circular Material Use sind wir bei 13% etwa. Und damit im EU-Mittelfeld. Also es hat mich schon schockiert, dass Estland, Slowenien, Italien vor uns sind und Niederlande bei 30%. Ja, und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir tatsächlich, wie es der Herr Kinzel angesprochen hat, Allianzen finden, willige Unternehmer, die Politik, die Wissenschaft und was solche Dinge vorantreiben und aus dem Mittelfeld eher ins obere Feld zurückkommen. Das würde ich mir wünschen. Ja, vielen Dank. Die internationale Betrachtung ist natürlich ein zentraler Punkt. Sie haben es schon angesprochen, beide die Verlagerungseffekte der Hansengruppe. Sie werden sich erinnern, wie wir die Aluminiumproduktion in Ranshofen zugesperrt haben und ins Ausland verlagert, konnten wir die Energieeffizienz in Österreich, glaube ich, um 7% steigern damals. Also das ist natürlich ein zentrales Thema, dass wir diese Verlagerungen mit berücksichtigen im Messen, aber dann auch in den Maßnahmen. Was wäre aus Ihrer Sicht auf der Agenda ganz oben zu platzieren? Ich möchte ein bisschen reflektieren auf das, was die Frau Eisenmenger gesagt hat. Genau mit der ganzen Energiewende bringen wir natürlich neue Technologien ins Rennen. Ich sage es nur Elektromobilität. Damit kommen viele neue Rohstoffe plötzlich in Anwendung drinnen. Und wir kommen noch nicht oder sind noch nicht dort, wo es um die Rezyklierbarkeit oder den Stoffstrom aufrechtzuerhalten von diesen ganzen seltenen Erden und alles, was wir da einsetzen. Das ist ein Thema. Bei Windanlagen, wir reden immer über Repowering, wir machen sie größer, wir machen sie leistungsfähiger. Wir müssen aber auch wissen, was tun wir mit den Flügeln, die was wir dort haben. Das ist auch ein wesentlicher Punkt. Und der dritte Aspekt, und ich glaube, der ist zumindest in meiner Empfindung ein bisschen unterbeleuchtet, ich glaube, wir können auf der Designseite noch sehr viel machen. Auf der Designseite von Produkten, glaube ich, haben wir noch einiges an Luft nach oben, um sie länger, sage ich mal, von der Rezyklierung fernzuhalten, wenn ich das so sage, und länger in Nutzung zu haben. Und auch natürlich auch die Reparaturmöglichkeit überhaupt zu finden, die, was wir ja heute bei vielen Produkten gar nicht mehr haben. Ja, vielen Dank. Design definitiv ganz zentral in der Kreislaufwirtschaft. Werden wir sicher auch im Circular Economy Forum als Spezialthema uns dem noch mehrfach widmen in verschiedener Form. Aber das ist natürlich ein ganz neuer Ansatz. Karl, zum Abschluss von deiner Seite, neben der Kreislaufwirtschaftsstrategie, die du angesprochen hast, als zentralen Hebel jetzt in der politischen Umsetzung, was ist für dich noch zu sagen, was auf der Agenda besondere Bedeutung hat?
Kostenwahrheit wurde schon angesprochen. Da will ich sagen, dass wir mit der ökosozialen Steuerreform einen ersten kleinen Schritt gehen. Wenn wir endlich über CO2-Preise diskutieren, geht es in die richtige Richtung. Wenn ich da zum Beispiel sehe, dass die Zementindustrie in Österreich sehr bemüht ist mit diesem C2Bet-Projekt, das sicher viele von Ihnen bereits kennen, hier Kohlenstoff im Kreislauf zu führen, ist natürlich etwas wie die Zementindustrie ein ganz wichtiger Faktor. Wenn wir jetzt auf die großen Mengen sehen, Stahlproduktion in Österreich ein anderer wichtiger Punkt. Damit kommt das ganze Thema Wasserstoff und Wasserstoffstrategie dazu. Mhm. Natürlich die Thematik Taxonomie, die wir jetzt ganz stark streng haben. Was ist denn mit dem vielen Geld, das in Wirklichkeit auf der Welt vorhanden ist, das nur richtig eingesetzt werden muss? Für welche Projekte soll und kann und darf es denn dann eingesetzt werden? Das haben wir natürlich mit der Anerkennung von Atomenergie und Gaskraftwerken überhaupt nicht glücklich. Das heißt, es gibt hier eine breite Front, die es notwendig ist, Klimaschutzgesetz schon gar nicht angesprochen, wo wir mit dem Erneuerbarengesetz, wo wir mit vielen Bereichen versuchen, das in diesem notwendigen holistischen Ansatz so breit zu bearbeiten, dass es unumkehrbar ist, wenigstens in die richtige Richtung zu gehen. Ob sich das zeitlich jetzt noch ausgeht, ist sowieso die andere Frage. Es braucht viel mehr Anstrengungen, als wir bisher machen konnten. Danke. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war soweit das Schlusswort. Ein breites Spektrum ist angesprochen worden. Vielen Dank an unsere Expertinnen und unsere Experten. Ich denke, das bietet viel Stoff auch für uns im Circular Economy Forum, mit dem wir uns dann auch noch im Detail auseinandersetzen. Ich möchte einen Satz von der Frau Eisenmenger vielleicht als Schlussresümee aufgreifen. Mit der Kreislaufwirtschaft kann man die verschiedenen Bereiche miteinander gut vernetzen. Das Potenzial sollten wir nutzen. Es ist ein komplexes Thema. Trade-offs, Rebound ist angesprochen worden. Nicht so leicht zu durchblicken und zu steuern, aber auch viel zu heben. Auf der anderen Seite. Vielen Dank an alle fürs Dabeisein. Und bevor wir Schluss machen, gebe ich noch das Wort kurz an den Stefan. Du machst noch eine kurze Ankündigung. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein an alle Teilnehmer, an die Gäste für diese sehr große und auch transparente Diskussion oder auch die Inhalte. Ich möchte Sie nur ganz kurz, weil es sehr oft, jetzt schauen wir, ob ich das auch schaffe, einladen, alle wieder dabei zu sein. Am 1. März in gut einem Monat genau die Themen, die hier angesprochen wurden, Allianzen, Innovation und Design. Das Thema wird sein Innovationsökosysteme für die Kreislaufwirtschaft. Der nächste Roundtable. Wie ist es möglich, dass so großartige Länder mittlerweile wie Niederlande oder auch Finnland auch im Bereich Innovation und Design durch Allianzen, durch diese Ökosysteme Innovationen schaffen können, wird das Thema am 1. März. Ich freue mich sehr, wenn Sie wieder dabei sein können und bedanke mich für den heutigen wundervollen Mittagsplan. Dankeschön. Ja, vielen Dank an alle. Eine gute Woche noch und wir freuen uns, Sie demnächst wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.